Ich werde mal den Ulinas Monk mal kurz spielen, da ich in letzter Zeit doch des Öfteren gefragt wurde, wie ich den spiele und wie ich mit den 75er bis 80er Lauf. Habe ich einfach mal gedacht, ich zeige euch das mal. Wir laufen hier in 75er, in aufgewertet 75er. Und zu den einzelnen Stats, Equipment etc. komme ich dann später drauf. Also wichtig ist erstmal, es wird die Assimilation möglichst auf viele Gegner verteilen. Und wir ziehen die Mobs dann natürlich in unserem Zyklonschlag zusammen. Und dann zünden wir auch schon einfach die sieben Fäuste. Und mit etwas Glück platzen dann die Gegner einfach nur noch so vor sich. Man sollte sich eigentlich immer möglichst große Gruppen suchen, die sie dann zusammenziehen und dann die Schlacht der sieben Fäuste verteilen. Dann geht es am besten. Hier, falls sich schon immer jemand wundert, was ist denn das für ein gelber Kreis? Das ist von meinem Templer. Ich habe meinen Templer mit einem Ring ausgestattet. Und wenn ich mich da reinstelle in diesen Kreis, bekomme ich einen Damage Boost von, ich glaube, hier sind es 82%. Die sind ziemlich zäh. Auch dieses Griff jetzt, das ist jetzt nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Halten einfach viel zu viel aus. Hat er den Vereisungsimpuls natürlich genau in diese Aura reingelegt, ey. Meine Fresse.
Eile mit Eile. Ah, hier, die halten auch wieder so viel aus. Ah. Schreien. Tja, das sah gerade aus wie der Static Charge Monk. Ich finde ja am besten für den Ulina Monks sind gegnertechnisch am besten Skelette geeignet und Zombies. Aber Geister und diese komischen fliegenden Hexen, die dann noch diese Zielsuchgeschosse verschießen, das ist der Tod. Weil die einem so dermaßen Damage geben, das ist, boah. Also persönlich gefällt mir das gar nicht. Ich habe am liebsten hier solche Skelette. Ja, Todesmite geht auch noch. Ich bin ja mal gespannt, wer der Griftguard wird. Zu meinem Glück wird es der Perindi. Also meiner Meinung nach sind am besten für den Ulina Monk Griftbosse geeignet, die noch irgendwelche Diener oder so mit spawnen. Allein schon wegen Exploding Palm ist es eigentlich am besten. Weil du dadurch den Schaden richtig schön verteilen kannst, weil der ja auf jeden Gegner sozusagen übertragen wird. So, den Schildschrein heben wir uns auf. Ah, die alte.
Und wie gesagt, es gibt hier Bosse, zum Beispiel wie die bleiben einfach nicht stehen, die fliegen immer irgendwie hin und her und die sind auch. Ja, es macht keinen Spaß mit solchen, also gegen solche. So, das ist beendet, aber ja, die Zeit, gut. Ging auf jeden Fall schon mal schneller. Vielleicht ja ein uralt. Also, schließen wir das und mal schauen, was es gibt. Schade. Also. Kommen wir mal kurz zum Equip. Also, das Ulina-Set komplett. Ihr geht auch nichts mit Prunkring oder so. Ihr braucht wirklich alle sechs dazugehörigen Teile. Das sind einmal die Füße, der Beinschutz, Brustschutz, der Helm, Schulter- und Handschuhe. Dann dazu braucht ihr das Waffenset, die Faust von Azturak. Und die Löwenklaue. Die Faust von Azturak, diese erhöht den Schaden der Todesexplosion um bis zu 300%. Die sind hier 262, also gibt es noch irgendwo 38%, die ich irgendwie noch rausholen muss. Beziehungsweise ich muss da eine neue Waffe finden oder ich gamble die um, aber die ist hier uralt. Dann die Löwenklaue, da schlagt das 7 Fäuste dafür zusätzliche 7 Schläge aus. Das heißt, ihr benutzt die Attacke eigentlich zweimal mehr oder weniger. Wenn man die rausnimmt, die Waffe, dann würde das Ganze so aussehen. Und wenn man die dann wieder reinnimmt, dann hat man quasi, also es sind irgendwie so zwei hintereinander, die da gleichzeitig angreifen. Dann ist die Einheit drin als Ring, das ist klar. Dann das Spur des Abenteurers, das Amulett, also endloser Gang. Mit Windrose und natürlich als Armschienen die Gungdu-Armschienen. Und für den Gürtel, Gürtelband der Verlorenen, der ist auch Pflicht, weil durch den erhaltet ihr nochmal relativ hohen Vita-Wert. Sobald ihr Schlag der 7 Fäuste einsetzt, weil dann wird euer Schaden nämlich um 7 Sekunden lang um 3,1 reduziert, also mit jedem Treffer von Schlag der 7 Fäuste. Dann, also auf was ihr achten müsst, überall wo es geht, Cooldown. Cooldown, Cooldown, nochmal Cooldown. Man könnte theoretisch auf den Ring noch Cooldown legen, da würde mir hier aber der Trefferschaden fehlen. Hier wieder drum auch, das heißt, da wären hier jetzt nochmal 100 weniger knapp. Das heißt, da wäre ich bei 400, 498 und wäre meiner Meinung nach zu wenig. Auf den Handschuhen müsste auch Cooldown. Hier habe ich mich auch für die kritische für den Trefferschaden entschieden. Der einzige Cooldown, den ich habe, ist auf der Rüstung, Entschuldigung, auf dem Schulterschutz und auf meinen beiden Waffen. Durch dann den Paragon-Punkten verteilt. Also ich komme auf 52,49%. Kommen wir kurz zu den Fertigkeiten. Am rasenden Angriff, rasend schnell, ist für die Ausweichchance. Offenbarung, Wüstenschleier, das ist klar. Da reduziert er da den unnötigen Schaden. Dann Zyklonschlag habe ich hier drin. Ich für Implosion entschieden. Das heißt, man zieht alle Gegner im Umkreis von 34 Metern, also maximal 16 Gegner im Umkreis von 34 Metern zu sich ran. Schlag der 7 Fäuste. Unaufhörlicher Angriff. Hier wird die Abklingzeit auf 14 Sekunden reduziert. Das klingt zwar jetzt viel, aber ich erkläre euch dann, wieso das eigentlich sehr wenig ist. Assimilation einfach, um Schlag der 7 Fäuste auf die Gegner zu verteilen. Und die Exploding Palm für drohendes Verhängnis. Diesen Stat, der muss nur in der Leiste sein, also eure Skill-Leiste, den müsst ihr nicht aktiv verwenden. Dann kommen wir kurz zu den Passiven. Habe ich mich für die Nahtoderfahrung entschieden. Da müsste ich Rhythmus, ist allein deswegen, wenn wir
Wicklund und Fäuste einsetzen und verteilen dadurch die Exploding Palm und zünden dann Schlag der sieben Fäuste. Haben wir hierdurch nochmal um 40%. Also macht dann quasi Schlag der sieben Fäuste einen höheren Schaden für 40%. Und das heißt, je schneller die Gegner down sind, desto schneller explodieren die. Dann ist von Ita einfach für die Abklickzeiten und die Harmonie einfach für den Widerstand. Dann kommen wir mal kurz zum Cube. Da ist ganz klassisch drin der Fluss der Ewigkeit. Der reduziert den die Abklickzeit von Schlag der sieben Fäuste auf 60 Sekunden und erhöht aber gleichzeitig den Schaden von 100. Das ist jetzt neu mit dem Patch gekommen, davor waren es nur die Abklingzeiten. Dann Lefbeures Monolog. Habe ich mich dafür entschieden, weil ich den Zyklonschlag hier drin habe. Und dadurch wird mein Schaden, wie gesagt, reduziert. 5 Sekunden lang 50%, das ist enorm wichtig. Beziehungsweise enorm viel. Und dann einfach Zusammenkunft der Elemente noch im Cube, um einfach meine 200% vom Kälteschaden zu bekommen. Meinen Templar habe ich mit folgenden Stats ausgerüstet. Also erstmal das Templar-Relikt, dass er nicht sterben kann. Dann habe ich mich hier für diesen kleinen Dolch entschieden. Da kann Gegner einfrieren. Das ist nicht schlecht, das ist sehr praktisch. Ja, das ist die Fierische Amulett. Dann hier der Oculus-Ring. Das ist der, wo ich gesagt habe, in diesem kleinen gelben Kreis. Da gibt mir diese 84%ige auch. Und einfach Einheit drinne. Und einfach noch als schönen Elfenbeinturm. So, das war's dann. Ciao.